In diesem Video geht es darum, wie ihr einen Einstieg in einen Workshop findet. Zunächst einmal steht ihr ja alleine als Moderatorin oder Moderator vor den ganzen Workshop-Teilnehmern und müsst denen jetzt erklären, worum es geht. Punkt 1 ist, dass die euch als Mensch erstmal vertrauen. Und ihr müsst also eine Verbindung zwischen Menschen herstellen, also zwischen euch als Moderatorin, Moderator und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also, ihr startet mit einem Begrüßungssatz, also schön, dass Sie alle da sind, oder ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Workshop. Dieser erste Satz dient erstmal dazu, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einhören können. Also die synchronisieren sich sozusagen im Gehirn auf eure Stimme. Dann bietet es sich an, dass ihr euch selber kurz vorstellt, also wer seid ihr, wo kommt ihr her, welche Ausbildung habt ihr und eine noch wichtigere Frage ist, warum, um Himmels Willen, seid ihr hier und seid ihr der Moderator? Beispiel könnte sein, ihr seid der Product Owner in eurem Team und organisiert die Findung der Requirements zusammen mit anderen Stakeholdern und deswegen habt ihr einen Workshop organisiert zum Thema Requirements. Wichtig bei der Vorstellung ist die Körpersprache. Also die Leute merken sofort, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Und so ein paar klassische Merkmale kann man sich durch bewusstes Hinstellen schon abgewöhnen. Also ein Beispiel, ich stelle mich jetzt vorne hin und gestikuliere offen mit meinen Händen. Hier ist vielleicht jetzt ein bisschen unangenehm in dem Video, aber so könnte man es machen. Also ich zeige was. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer zu dem Workshop. Mein Name ist Gerd Beneken. Ich freue mich, dass Sie da sind. Alternative wäre, ich stelle mich jetzt hier so zur Seite hin und rede am besten noch mit der Tafel und am besten ich falte noch meine Hände und sage, schön, dass Sie da sind und übrigens freue ich mich voll doll, dass Sie da sind, das glaubt euch dann kein Mensch, weil die Körpersprache was anderes sagt. Also Körpersprache sollte offen sein, Front nach vorne zu den Teilnehmern, Blickkontakt herstellen. Versucht ruhig, euch hinzustellen und einfach mal, bevor ihr was sagt, eine Runde über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinweg zu gucken und alle anzulächeln. Und also mit eurer Gestik zu zeigen, ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir miteinander was arbeiten können. Man sollte auch so eine Eröffnung nicht im Sitzen machen, weil im Sitzen schon mal, sieht man hier auch an dem Video, also die Stimme ist schlecht. Das geht jetzt hier technisch nicht anders. Wenn man steht, hat der Brustkorb mehr Platz und man kann eine etwas deutlichere Stimme zum Ausdruck bringen und die Stimme wird ein bisschen lauter und ein bisschen voller. Also stehen ist da besser und zum Zweiten kriegt man dann das mit der Körpersprache hin und steht so ein bisschen oberhalb der Teilnehmer, sodass man alle anschauen kann. Also deswegen ist so eine Vorstellung im Stehen wichtig, selbst wenn man sich danach hinsetzt, um den PowerPoint zu präsentieren oder um die weiteren Details von dem Workshop mit den Teilnehmern zu besprechen. Versucht langsam und deutlich zu sprechen und sauber zu intonieren. Die Teilnehmer nehmen undeutliche Sprache oder zu schnelle Sprache oder auch zu langsame Sprache muss auch die richtige Geschwindigkeit finden. Tendenziell sehr schnell übel. Wenn ihr einen Dialekt sprecht, ist das völlig in Ordnung. Das gehört zu eurer Persönlichkeit dazu. Aber er muss für einen normalen Menschen aus Hannover verstehbar sein. Und versucht freundlich zu sprechen. Die Teilnehmer sollen ja motiviert werden, mitzumachen. Was ihr dann macht, ihr verkauft nach der eigenen Vorstellung das Ziel des Workshops. Nicht, unser Chef hat uns gezwungen, hier zusammenzusitzen und eigentlich weiß ich auch nicht, was ich hier soll. Dann haben die Leute wahrscheinlich schlagartig auch keine Lust mehr mitzuarbeiten. Sondern wichtig ist, allen Leuten klarzumachen, warum ist es sinnvoll, dass jetzt jeder, jede 2 Stunden des eigenen Lebens verbraucht, dafür, dass man ein Workshop-Thema erarbeitet. Es ist also wichtig, zu begründen, warum das Workshop-Ergebnis wichtig ist und welche Rolle das Ergebnis für die Zukunft spielen wird. Also es geht tatsächlich ums Verkaufen, denn wenn ich das Ergebnis des Workshops kaufe, arbeite ich gerne mit. Wenn ich vom Ergebnis nicht überzeugt bin, sitze ich vielleicht nur blöd rum, weil mich meine Chefin oder mein Chef gezwungen hat. Also Verkaufen ist wichtig. Warum ist das Ergebnis des Workshops wichtig? Welche Rolle spielt das für die Zukunft? Häufig ist es so, dass sich die Workshop-Teilnehmer am Anfang nicht kennen. Man hat ja einen bunten Haufen zusammen organisiert, vielleicht aus verschiedensten Fachabteilungen Mitarbeiter zusammengeholt, vielleicht von verschiedenen Kunden Leute zusammengeholt, vielleicht habt ihr eine Architektenrunde aufgemacht.
oder eine UX-Runde oder sowas. Also es kann sein, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht kennen. Ist das der Fall? Ist es gerade bei Kick-Off-Workshops wichtig, am Anfang mindestens eine kleine Vorstellrunde zu machen, sodass sich die Teilnehmer gegenseitig kennenlernen? Also bei einem normalen Arbeitsworkshop reicht vielleicht kurz, dass jeder mal kurz sagt, wer bin ich, warum sitze ich überhaupt hier in diesem Workshop drin? Also sollte natürlich eine bessere Begründung kommen, als mein Chef hat mich gezwungen. Und dass man ungefähr die Leute einsortieren kann, wäre es hilfreich zu wissen, aus welcher Abteilung ist jemand, womit ist jemand täglich betraut, welche Rolle spielt jemand. Also ist es schon wichtig zu wissen, ist das jetzt ein Projektleiter, ist das eine Architektin, ist das der UX-Spezialist oder die Spezialistin, ist das der Hauptabteilungsleiter, ist das der Fachverantwortliche, damit ihr schon am Anfang wisst, wem ihr welche Fragen stellen könnt und auch, dass die anderen Teilnehmer wissen, wie sie mit den Leuten zu reden haben und ungefähr welche Fachsprache die sprechen. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat oder eine längere Zusammenarbeit notwendig ist, zum Beispiel bei dem Kick-Off-Workshop in einem längeren Projekt, könnte sich das anbieten, dass man ein Kennenlernspiel macht. Beispielsweise ein Teilnehmer interviewt einen anderen Teilnehmer und versucht, das, was er erfahren hat, über sie in eine Mindmap darzustellen. Also klassische Kennenlernspiele, da gibt es auch genug Material in entsprechenden Seminarbüchern. Nächster Punkt, der dann wichtig ist, ganz wichtig für einen Workshop oder für ein Training, ist, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu jedem Zeitpunkt die Agenda sehen. Also in welchem Tagesordnungspunkt sind wir gerade, was sind die nächsten Tagesordnungspunkte, welche haben wir schon abgearbeitet. Ich habe jetzt hier mal auf die Folie ein Foto geklebt von einem meiner Workshops und was sich da bewährt hat tatsächlich, das haben die Teilnehmer mehrfach positiv hervorgehoben, ist, dass man so eine Art Taskboard macht mit To-Do, Doing, Done. To-Do sind alle Sachen, die man noch nicht bearbeitet hat. Doing ist gerade der Tagesordnungspunkt, der in Arbeit ist. Dann sind die abgearbeiteten Tagesordnungspunkte. Und das ist die ganze Zeit während des Workshops sichtbar. Also natürlich, wenn man den ganzen Tag zusammensitzt, ist das wichtiger, als wenn man nur eine halbe Stunde einen Workshop macht. Aber dieser Verlauf und diese Orientierung ist für alle Teilnehmer hilfreich, damit man ungefähr weiß, wie lange es dauert es noch oder welche Themen haben wir noch vor uns oder was schaffen wir vielleicht auch nicht mehr. Dieses Taskboard hat den besonderen Vorteil, dass man, wenn die Zeit sich verändert oder die Teilnehmer Änderungen an der Agenda wollen, das schnell durch Zerreißen von Haftnotizen oder Erzeugen neuer Haftnotizen korrigieren kann. Wenn man die Agenda auf einen Flipchart geschrieben hat, ist das nur noch mit Durchstreichen zu erledigen. Das sieht hässlich aus. Also dieses Taskboard ist eigentlich eine ganz nette Form von Agenda. Wichtiger Punkt ist, während des gesamten Workshops ist die Agenda zu sehen, sodass jeder Teilnehmerin und Teilnehmer weiß, wo man gerade steht. Letzter Punkt, der nochmal wichtig ist, sind die sogenannten Spielregeln. Ihr müsst jetzt ja als Moderatorin oder Moderator sicherstellen, dass alle mitmachen. Und einige Leute sind ultra wichtig oder total nervös und müssen sich ständig mit ihrem Smartphone auseinandersetzen oder sind so wichtig, dass sie ständig im Laptop auf irgendeiner Shell, auf irgendeinem Server unterwegs sind. Und das stört die anderen Teilnehmer massiv. Also sollte man da gewisse Benimmregeln festlegen, sodass solche Sachen unterbleiben oder dass zum Beispiel der ultra wichtige Mensch, der jetzt ein ultra wichtiges Telefonat hat, dann eben rausgeht, aber nicht alle anderen Teilnehmer stört. Alleine optisch, aber auch akustisch. Also, das heißt, ihr könntet eine Menge von Spielregeln vorformulieren, die auf dem Flipchart schreiben und die einfach von den Teilnehmern nochmal abstimmen lassen. Vielleicht gibt es noch eine neue Regel, die man noch ergänzen kann. Beispiele für Regeln sind, wir halten uns an die Agenda und machen keine Nebenkriegsschauplätze auf. Wir verwenden unsere Smartphones und Laptops nur draußen oder nur nach dem Workshop, aber jetzt nicht während des Workshops. Das könnt ihr aber auch alleine, das könnt ihr allein schon sicherstellen, dadurch, wie ihr das abarbeitet. Wenn die Teilnehmer ständig Haftnotizen beschriften müssen und ihr sie nicht in einem Vortrag vorlabert, dann haben die gar keine Chance, sich mit ihrem Laptop auseinanderzusetzen. Also insofern kann man das auch so ein bisschen anders enforcen. Aber das ist eine ganz wichtige Regel mit den Laptops und den Smartphones. Wir hören uns zu und lassen uns ausreden. Gerade wenn es was Kritisches ist oder irgendwas diskutiert werden muss, kann es sein, dass das hitzig zugeht. Manchmal gibt es Leute, die andere nicht ausreden lassen und oder sich für wichtiger halten als andere Leute oder einfach vom Naturell her extrovertierter sind. Und damit ihr sicherstellt, dass alle Leute wirklich zuhören, ist die Regel besonders wichtig. Wir hören zu und lassen uns ausreden. Gerade bei kritischen Themen, Retrospektive, wenn was schiefgegangen ist, zum Beispiel muss man das
besonders in Forsten. Wir diskutieren und arbeiten konstruktiv, versteht sich von selbst. Also das sind so ein paar Beispiele für Regeln. Was ihr mit den Regeln macht, ist Folgendes. Auch die sollten die ganze Zeit sichtbar sein, dass ihr immer wieder darauf verweisen könnt als Moderator oder Moderatorin. Und die Regeln hängt ihr normalerweise auf dem Flipchart zum Beispiel irgendwo in die Ecke von dem Vortragsraum. So, das waren mal so ein paar Elemente von einem Workshop-Einstieg. Jetzt kommt in den nächsten Videos dann, wie ihr die Workshop-Themen abarbeiten könnt und wie ihr sozusagen inhaltlich vorankommt. Vielen Dank bis hierher. Freue mich, wenn ihr die anderen Videos auch noch gucken würdet.